Hier sitzt doch. Einer kommt doch da gleich raus, bestimmt, oder? Hier ging es auf jeden Fall richtig ab. Hier geht's weiter. Ging's denn hier hinten noch hin? Ach ne, hier war Ende. Okay. Da hinten scheint ein Wachmann noch am Leben zu sein. Hi. Hey. Hey, Buddy. It ain't no good up there. It's all sealed off. The only way out would be to find someone with scanner access who can open the front door. I'm pretty sure there's a few scientists hiding out somewhere in the labs. Maybe with the both of us looking, we can track them down and get them to let us out of here. Das wäre eine Idee auf jeden Fall. Okay, I'm ready. Jo, also die Eingänge sind momentan abgeriegelt und nur die Wissenschaftler haben scheinbar Zugang, um hier rauszukommen. Das heißt, ich muss mich jetzt mit dem Wachmann-Kollegen hier auf den Weg machen, einen Wissenschaftler finden. Damit die den Retina-Scanner benutzen können. Und wir dann hier raus dürfen. Sorry, Freeman. Eben sagte noch, hey Buddy, hat keine Ahnung, wer ich bin, und auf einmal bin ich Freeman schon für ihn. Aber hier muss es richtig abgegangen sein. Die Frage ist, ob das das Militär war oder ihre Testobjekte, die dann abgehauen sind. Lobby, Lab B, Lab C, Lab D. Weapon Optronics. Waffen klingt doch gut auf jeden Fall. Kommst du mit? Ja. Was hast du für eine Waffe? Eine normale Pistole und normale Glock. Aber das Lambda-Labor scheint tatsächlich wirklich auf der komplett anderen Seite des Komplexes zu liegen, also diagonal rüber oder so. Das Ding muss hier schon mehrere Kilo. Oh shit. Okay, also waren scheinbar wirklich die Soldaten, die hier aufgeräumt haben. Die bis hier runtergekommen sind. Und das hier ist der Ausgang mit dem Retina-Scanner, den wir brauchen. Das scheint hier ein komplett eigener Bereich zu sein. Ah, ich habe meinen MP5 wieder. Und auch meine heißgeliebte Shotgun wieder. Und die haben wir scheinbar richtig aufgeräumt. Und nur den einen Wachmann am Leben gelassen, tatsächlich. Containment Lockdown überall. You have any idea they were working on this kind of stuff? Ich weiß noch nicht, was für Stuff das ist, an dem sie hier gearbeitet haben. Ah, hier hätte ich sonst die Armbrust auch noch finden können. Hier eine Munition, das ist immer gut. Auf jeden Fall haben sie ja scheinbar hier die Aliens untersucht. Oder was auch immer das für Viecher waren oder sind. Biohazard ist immer gut. You see that thing with the missing leg? Die haben mir echt einigen Scheiß angestellt, scheinbar. Wow. Watch out!
out for these critters, Doc. Ja, hinter dir. Okay, hier kann ich für diesen Emergency Tesla Discharge zünden. Also spielt in den 80ern scheinbar. Black Mesa, Juni 19... Das ist eine 8. Man kann das sogar, glaube ich, im Mai irgendwo war auch noch auf dem einen Kalender. In einer der allerersten Folgen hätte ich das mal gesehen, glaube ich. Also im Mai in den 1980er Jahren spielt das Ganze. Lauf. Au. Ja, dann komm doch mit. Komm doch hier rein, Junge. Oh, these things give me the heebie-jeebies. Jetzt zünden wir doch einfach den Scheiß hier. Das, was jetzt noch lebt, wird hart gegrillt. Den Shit haben sie nicht umsonst hier eingebaut. Oh, wir machen was, mein Freund. Wir suchen nach lebenden Wissenschaftlern. Hey, Vortigaunt-Analyse. Okay. Ah, hier geht's weiter. War das gerade ein Marine da hinten? Ich glaube schon. Ja. Ja, mehr Wege bitte. Ach so, das ist derselbe Weg für den Rückweg, denke ich. Da geht's irgendwo hoch. Cryonics. Yo, was ist denn hier kaputt? Nein. Holy shit. Was bist du denn für ein Viech? Ich glaube, das ist einer von denen, die ich eben gegrillt hatte. Jo. Der war jetzt frei. Ich weiß leider nicht mehr, wie die heißen. Müsste ich nachgucken. Vielleicht erfahren wir es aber irgendwie auch in der Zwischensequenz oder so. Ja, also mein Wachmann-Mate ist auf jeden Fall schon mal tot. Hier geht's immer noch weiter. Ich nehme eben gerade erstmal den Weg nach oben. Das fehlt für mich dann anscheinend, dass man hier lang gehen sollte. Cryonics Control Observation Area. So, er hat von hier oben zugeguckt. Ah, und hier hätte man das abfeuern können. Okay. Haben wir das auch nochmal gesehen? Aber weitergehen tut sie ja nicht. Level werden nach hinten hin durchaus ausladend und größer irgendwie. Das ist am Anfang des Spiels nicht so. Das ist alles doch recht übersichtlich. Ja. Da drüben sind zwei Wissenschaftler am Leben und hier ist unser Autositzier-Apparillo am Start. Ich möchte, glaube ich, nicht in diesen Raum rein im Moment, solange das Ding an ist.
Also die haben hier wirklich hart an den Viechern rumoperiert. Holy shit. Hab ich mich gerade erschrocken. Eine Facehugger-Kolonie. Weapons Research. Observation Area. Das ist auch neu. Das sind nämlich hier diese Kameraden, diese kleinen Käfer, die Gordon da erstmal nett am Bauch krault und die mir den Finger abbeißen wollen. Das sind ja zielsuchende Granaten, mehr oder weniger. Also die laufen zum nächstgelegenen Gegner und sprengen den mitsamt sich selber in die Luft. Hier könnte ich Gas einleiten, wenn ich welches hätte. Ne, die Tür wollte ich eigentlich nicht aufmachen. Guck ich hier noch ein bisschen weiter um. Hier geht's nicht weiter. Bin ich hier nicht vorhin reingekommen? Ich glaube schon. Jetzt ist er. Hey. Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Ich glaube, dass ich da vorhin reingekommen bin. Also gehen wir einfach mal nach hier oben zum Weapons Research Bereich. Und dann muss ich irgendwie einen Weg finden, da zu den Wissenschaftlern zu kommen. Specimen is ready for collection from Cryogenics. All employees, we are aware of reports of system errors in the Black Mesa Research Facility. Work is being carried out to resolve the problems as quickly as possible. Police report is administrator first thing today. Dr. Foreman soll sich melden. Drs. Foreman, Unicorn and Welch. Today's test procedures are available from administration. Ja, seit 36 Stunden wird hier nicht mehr geupdatet. Ich bin ganz froh, dass sie nicht aufgeht. Ach, der war da noch in Säure gecovert, ey, what the fuck? So, wieder ein tolles Rätsel. Hier können wir diesen Laser aktivieren. Und den müssen wir jetzt nämlich hier einmal durchleiten und dem auch folgen. Und der muss dann auch irgendwo ankommen. Muss ich da irgendwas machen? Ich glaube, du musst dann hier diese Dings treffen. Dann muss ich das, glaube ich, rausnehmen. Hallo, kleiner Facehugger. Also hier würde normalerweise so ein Schutzschild runterfahren. Der Laser musste aber diese Wand zerstören, damit ich hier durch kann. Das war, glaube ich, das generelle Ziel hier in dieser Anlage. Energy Weapon Charging. Ja. Ja, schön.
Wir bleiben mal einfach hier stehen. So, und hier kriege ich, glaube ich, auch noch eine neue Waffe. Genau. So eine Partikelkanone heißt das Ding, glaube ich. Das war ziemlich geiler Scheiß. Hier muss ich auch die Laser aktivieren. So, der zweite Hilfslaser ist an. Hier ist immer die Gebrauchsanleitung oder die Bauanleitung, wenn sich das Ding danach bauen möchte. Kann man immer so rechtsklick so einzelne Strahlen abschießen. Mit linksklick schießt er dann mehrere auf einmal direkt ab. So, ein paar Laser haben wir schon zusammen. Ich glaube, ein System fehlt immer noch mindestens. Ne, sogar noch zwei. Wir zwei Laser noch finden. Das Ding frisst Munition wie nichts Gutes. Aber alles, was ich damit anschieße, geht auch down. Da kann man sich jetzt ziemlich drauf verlassen dann. Und hier liegt netterweise auch über Munition auf rum. Ja, da ist noch ein Torso. Der ist halt nicht mehr über. Ich höre doch irgendwo Hunde. Dann nehme ich mal über die Waffe hier. Okay. Das war's erstmal mit den ganzen Viechern. Letzten Laser noch anzünden. Also nicht anzünden, sondern aktivieren. So, und jetzt kann ich einmal demonstrieren, was eben nicht passieren soll. Ich muss sehen, dass diese Wand da runter geht. Dann funktioniert das halt nicht. Schießt der Laser zwar, aber die Wand geht nicht kaputt. Dafür habe ich die Facehugger weggemacht und den zweiten Teil von dem Achievement für Questionable Ethics gemacht, oder Equally Questionable. Weil ich da, glaube ich, schon mindestens eins verkackt habe. So, diesmal ist kein Strom da für den Schutzschild. Jetzt testfeiern wir einfach nochmal. Diesmal haben wir ein elegantes Loch in die Mauer gebrannt. Ob ich kurz warten muss, bis sich das abgekühlt hat. Scheinbar nicht. Ist Gordon scheinbar egal. Der ist hart im Nehmen. So, und da unten waren wir vorhin irgendwann mal. Das heißt, wir haben jetzt hier den Hintereingang zu den Wissenschaftlern gefunden, wo vorne das Ding Amok läuft. Und die werden mich jetzt hoffentlich rauslassen aus diesem wahnsinnigen Komplex. Ein Experiment wäre übrigens sicherlich mit diesen Viechern gewesen an der einen Stelle. Die da in dieser Cryo Chamber waren. A fellow scientist. Oh, thank God. Get us out of here before those military drones figure out where we're hiding. We all have retinal scanner access. If you escort us to the lobby, we can finally get out of this damn lab. Yes. But you'll have to shut down the surgical unit first. Die operiert dann nämlich.
But I'm afraid he never made it back. Sehr gut.